Aber die gehen auch irgendwann wieder weg, also stimmt noch nicht ganz so. Kann man das Huhn dann wieder töten? Ja. Kriegt man da wieder Loot? Das habe ich noch nicht so lange ausprobiert, aber ich denke bestimmt. Okay. Ja, wollen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob du mal vielleicht den Server irgendwann mal auf 1.9 jetzt updaten wolltest oder so, dann könnte man das eventuell alles mit einbauen. Ja, prinzipiell ist das. Oh, warum leckt das denn gerade? Prinzipiell ist das keine schlechte Idee. Aber da hatten wir letztes Mal Probleme, ne? Also jetzt. Nee, ich. Ja. Also ich weiß nicht, wie das mit den Plugins ist, weißt Ach so, du? Da müsste ich dann okay. mal nach den Plugins gucken. Jetzt läuft gerade alles relativ fluppig. Da müsste ich nochmal nachschauen, ob das mit den Plugins dann anders läuft. Das Beziehungsweise dauert mal ein bisschen. ob die dann wirklich gut laufen. So, die Steinpickaxe nehme ich aber mit. Ich denke, so die Hauptplugins, die du drauf hast, dauert halt 2 bis 3 Tage und dann müssen die auch da sein. Naja, das ist ja schon länger draußen, das Release. Aber irgendwie gab es da wohl noch einen Bug. Na, ich muss nochmal nachgucken. Vielleicht update ich den bald sogar auf Pre-Release. Mal schauen. Das Thema ist, sie machen ja nicht unbedingt nochmal großartige Bugfixes, weil die Pre-Releases sollten ja eigentlich relativ. Na toll. Es regnet, es regnet. Aber ich komme jetzt nicht irgendwie so am. Na toll, Rio, hast ja wieder schön weggemacht. Ja. Sollte jetzt nicht irgendwie so bald am 19. oder so Minecraft rauskommen? Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht weiter nachgeguckt. Sollte es? Ich glaube, jetzt am 19. oder so sollte es, glaube ich, rauskommen. Der Release oder schon, oder? Ja, der offizielle, glaube ich. Meinte zumindest Leon mal zu mir. Mhm. Ich weiß es gar nicht. Das müsste ich mal nachschauen. Also normal läuft was, glaube ich, sogar für den 11.11. jetzt angekündigt. Aber naja, gut. Wurde irgendwo dann wieder verschoben? Naja. Das ist ja interessant. Davon wusste ich noch gar nicht, gar nicht. Ach ja, kommt. Kommt ihr Melonensamen? So. Jetzt brauche ich Dreck. Na toll. Ich habe jetzt keinen Dreck mehr im Inventar. Ja, wie sieht es denn aus? Wollen wir dann gleich nochmal in die Mine starten oder? Schau mal an, welche du diesmal gehen möchtest. Ja, wir könnten ja einfach mal ein bisschen rumlatschen und den Nadelwald vielleicht da hinten Oh ja, genau. Dann gehen wir auch zum erkunden. Nadelwald mal. Aber da muss ich vorher erst noch kurz mein Inventar nochmal ausleeren. Ja, ich Also muss auch Dreck habe ich noch. noch. Ich habe jetzt auch gerade wieder Dreck geholt. Ich brauche auch gerade ein paar Hölzer. Zack, zack. So, ich muss mir nämlich ein paar Fackeln basteln. Ich mache mir dann noch, ich leere ein bisschen meine Sachen jetzt aus. Ich glaube, ich habe auch noch gar Und keinen Redstone. Müsste ich auch mal ein bisschen abbauen. so, was braucht man alles? Stone brauchen wir auf jeden Fall. Das brauche ich nicht. Die Saplings brauche ich auch nicht. So. Die Pfeile brauche ich auch nicht. Ich habe sowieso keinen Bogen. Ich werde mir jetzt ein Diamantschwert basteln. Und vorsichtshalber eine Diamond Pickaxe, denn man weiß ja nie. Ich habe noch mal deine Spitzhacke, deine Diamantspitzhacke von damals. Ja, siehst du mal, wie großzügig ich bin. Ich habe bis dahin keine mehr gehabt. Ja. Müssen Melonenfelder bewässert werden? Ja, wäre glaube ich Sollten. gut. Ja, müssen sie? Weil es auch wieder auf ein richtiges Feld ist, glaube ich, so wie Getreidefeld eben halt. Oh Gott, wie soll ich denn das hier oben alles hinkriegen? Na, ich habe es mir auch ein bisschen hingequetscht. Ich vergrößere hier oben meine Farm auch immer weit. So, ein Schwert habe ich hier noch. Da muss ich das jetzt so ein bisschen verbreitern. Oder ich mache das tatsächlich auf einer extra Etage. Ich komme wieder zu euch. So, da kann ich eigentlich hier lang kann ich noch anbauen.
Das bedeutet, ich werde jetzt hier ein bisschen den Zaun wegnehmen. Vielleicht baue ich hier eine Feuerzeug brauchen wir Zauntür rein. bestimmt sowieso nicht. Glas brauchen wir auch nicht. Und dann werde ich hier nämlich. Ups, falsch. Hier werde ich dann Brauchen wir bestimmt meinen Holz, oder? Anbau Ah, ne, machen. wir brauchen Stein eher, ne? Spitzhacken. Vernünftige Spitzhacken brauche ich. Und ich habe die Diamantspitzhacke noch. Jo, hast du schon unten das Schild im Eingang gesehen? Dass Herbie mich besucht hat? Ja. Das habe ich gesehen. Gruß an Herbie. So, dann kommt hier jetzt nämlich mein Feld drauf. Mein Melonenfältchen. Dann kann ich ja, wenn es sowieso bewässert werden muss, abwechselnd Getreide und Melonen anbauen, wa? Ja, wo du weißt, wie man Melonenfelder anbaut, ne? Ja, irgendwie Dass die immer braucht zwei es zwei Achsen Felder, ne? brauchen. Ja. Genau. Die müssen auch, glaube ich, beide bewässert sein. Echt? Glaub ja. Ich glaub, oder ist es so wie beim. Ist wie beim Getreide, glaube ich. Also ich habe das genauso wie beim Getreide gemacht. Ich brauche noch Holz. Und die Endermänner klauen mir hier meine Bäume. Die bauen die auseinander. Ach so, was ich noch sagen wollte, das ist das hat Xachamas letztens festgestellt, wenn irgendwo ein Creeper explodiert und Sachen wegreißt, dann ist es ja kein Drama, wenn ihr es danach repariert. Aber bitte nicht mit irgendwelchen Schrott aus dem Inventar, sondern repariert es so, wie es vorher war und nicht, dass es da irgendwie dann total unschön aussieht. Genau. Das danke für die Untermalung meines Argumentes. Ja, das Ja, war gerade ein Creeper. Er ist auf einmal hinter mir aufgetaucht. Junge! das wäre auf jeden Fall Knorke, beziehungsweise ich erwarte das, sage ich es mal so, besser. Ansonsten, wie gesagt, ich kann ja die Sachen tracken von euch. Ich sehe ja, wer was wann gemacht hat. An welchen Blöcken und so. Dank Big Brother. Und ja, wenn jemand da dann nicht sonderlich sozial agiert, dann wird es halt Folgen geben. Dann kriegt halt jemand anders den Slot oder so, weil sowas ist halt echt nicht cool. Wie viele Leute So. spielen jetzt eigentlich aktuell? Also, der Server war bisher noch nicht extrem ausgelastet, aber es sind gute Menge auf der Whitelist. Ein paar haben sich einfach irgendwie einen Slot geschnappt und haben eigentlich nicht wirklich gespielt, deswegen werde ich die Liste bald auch wieder aufräumen. Und vielleicht sogar neue Slots dann rausgeben, mal gucken. So, wie Soll ich zu mache ich dir das kommen eigentlich, jetzt? Rio? Oder wo wollen wir es treffen wegen Mine? Ja, kannst du ruhig schon machen. Machen wir das mal so, zwei Felder. Habe ich jetzt alles? Ja, es wird dann nicht Passen hier noch ausreichen. zwei hin. Wasser bewässert immer zwei Felder lang, right? Ich Ich glaube glaube sogar sogar mehr. fünf. Fünf. Fünf? Dann kann ich also fünf in beide Richtungen, oder was? Ja, sollte da nicht ausreichen. Fünf. Oder mach mal, vorsichtig, habe erstmal vier. Aber ich, beide meinen, glaube ich, fünf gehen. Also ja, es geht auf jeden Fall. Ja, vier bis fünf auf jeden Fall. Ich benutze bei meinem Feld oben drei. So, dann habe ich jetzt hier zwei Felder. Wie war denn das mit der Tür? Ich werde hier den Zaun mal abreißen. So. Zack. Jazzbier Joint. Dann packe ich da oben noch ein bisschen Zaun hoch. So, Delle. Das ist Zaun. Noch ein paar Zäune hier unten als Stelzen, damit das nicht ganz so unnatürlich Ja, aussieht. klar, das kommt noch. Auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall noch. Ich muss da noch ein bisschen Holz hinpacken. Das sieht sogar dann nicht so schön aus. Und hier muss ich auch noch ein bisschen. Ah, jetzt fehlt mir wieder Holz.
So, da kommt hier nämlich Wasser hin. Oh. Was denn? Wir sind unsymmetrisch, ne? Unsymmetrisch? Wo denn? In drinnen reicht auch Einfluss, aber es passt dann wieder nicht mit dem Dach, ne? Deswegen sage ich ja unsymmetrisch. Warum? Es ist doch schön, wenn es ein doppelter Fluss ist. Sieht doch schön aus. Platzverschwendung. Nein. Du kannst viel mehr Ertrag haben. Ja. Ja, okay, ich kann da ja noch was hin dran bauen. Nein, denn das ist aber unsymmetrisch. Weißt du, in Berlin sagt man eigentlich, deine Mutter ist unsymmetrisch. Ich wohne noch nicht so lange hier, deswegen so. Weiß ich das nicht. Alles klar, wollen wir jetzt Minen gehen? Auf in den Wald. Ach nee, jetzt wird's ja wieder Nacht. Ich habe mich auf beides vorbereitet. Ups. Ah, Rio, da hast du dein Versteck. Wo denn? Da oben im Pilz. Huch. Oh, die ist da gespawnt. Wahnsinn. Cool. Ja, ich habe letztes Mal schon so eine Kiste gefunden. Wow, das ist aber praktisch. Ja, diese Kisten können zufällig nämlich spawnen. Cool, ne? Glückspilz, ja. Er findet bei Diamant, er findet immer solche Kisten ganz zufällig. Ja. Das ist doch nicht mehr Zufall langsam. Das ist doch irgendwie God-Mode oder so. Nein, die packt ja vor der Aufnahme immer dahin. Genau. Damit es so aussieht, damit ich Glück habe. Okay, also ich packe jetzt kurz mein Zeug weg und dann können wir Minen gehen. Oder uns auf eine Abenteuerreise begeben. Wollen wir Tag machen oder? Ich kann ich auch schnell machen, wenn du möchtest. Okay. Hang, 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 hang. Hang, 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 hang. Bist du schon wieder hier unten irgendwo? Hang, hang, hang. Ja, ich bin jetzt gerade an meinen Truhen und lagere Zeug ein, was ich jetzt nicht brauche. Zum Beispiel die Fences oder auch... Oh, ich habe ja Clay da drin gefunden. Das ist ja praktisch. Den Clay oder das Dreckzeug. Selten ist. Da packe ich meinen Yellow Stuff rein und den Zucker... Und den Fisch kann ich eigentlich mitnehmen, aber die Yellow Seeds kann ich da reinpacken. Okay, bin soweit. So, also Richtung Nadelwald wollen wir, ja? Soldaten? Von mir aus. Dann. Okay. Auf. Attacke, Ja. Walitzki sein schöner Skin. Ja, man. Jetzt geht der Baden. Was ist eigentlich hier passiert? Mein zeitloser Skin. Ein Creeper, würde ich mal sagen. Wir haben zwei ziemlich große öffentliche Felder. Warum musst du dann in fremden Häusern klauen? Oh. Ich glaube, hier wurde jemand ausradiert. Meinst du? Das passiert mit Leuten, die klauen. Glaubst du, dass ja jemand ausradiert wurde? Ich weiß ja nicht. Musst du mit Big Brother checken? Irgendwann. Ja, das sollte ich mal tun. Da entstehen irgendwelche Wasserplantagen, oder was ist das da? Ja, scheint auf jeden Fall so zu sein. Weil ansonsten, denke ich mal, wird dieses Feld da nicht gezogen sein. Reis, da wird Reis wahrscheinlich angebaut. Was haben wir denn hier? Herbies Haus, noch im Aufbau. Interessant. Ja, das ist auch eine kleine Melonenfarm. Wie viel bekommt man denn bei einer Melone raus? Wie viele Stücken? Keine Ahnung. Ich habe die auch jetzt zum ersten Mal angepflanzt. Dann macht sie, glaube ich, aus 9 und bekommt 6 raus. Also, soweit ich weiß. Ich weiß nicht. So. Oh, hier ist eine Höhle. Ah, nee, doch nicht. Da hinten ist der Nadelwald. Oh, der Nadelwald. Angriff. Na, er schlägt sich hier wieder durch die Bäume. Ja, jetzt aber mein Schwert kaputt gegangen dadurch. Ja, das Alter, was sind das für große Bäume schon wieder hier? Er springt wieder über die Bäume. Ja, Trick Jump. Stirbt fast. Stirbt fast? Ich habe ein Herz verloren.
schon, dass wir wieder zurückfinden müssen, ne? Wir können ja auch Slash Home machen. Da hinten ist ein Berg. Aber Höhlen habe ich bisher noch nicht gefunden. Auf zur Expedition.